Hallo zusammen, ich habe mir vorgenommen, eine kleine Videoserie zu dem Thema Linux für Einsteiger zu machen. Dazu habe ich mir gedacht, ich nehme mal folgende Themen. Welche Distributionsmodelle gibt es? Hier in Klammer habe ich geschrieben als Beispiel Static und Rolling und so weiter, was es hier eben alles gibt. Der zweite Punkt wäre dann Display Manager. Was ist das überhaupt und welche gibt es? Hier nehme ich nur eine kleine Auswahl von den meistverwendetsten. Und mein dritter Punkt werden Desktops. Hier möchte ich auch nur die meistverwendetsten vorstellen. Ich habe dann schon in Klammer geschrieben XFCE, KDE, GNOME, Mate, Cinnamon, Budgie. Hier möchte ich zu jedem Desktop ein Video machen, wie man einen Desktop dann einrichten kann, auch den Dateimanager zeigen und so weiter. Wenn ihr dazu noch Themen habt, bitte jederzeit in die Kommentare schreiben. Ich schaue mal, was ich dazu machen kann. Gleichzeitig möchte ich euch hier mal kurz einen Kanal vorstellen, und zwar Dan Tech Game Geek. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Auf diesem Kanal wurde ich in unserem Forum aufmerksam gemacht, denn hier gibt es auch sehr, sehr gute Videos, gerade für den einen Umsteiger. Ich kann den Kanal nur sehr empfehlen. Als ich mich dann auf seinem Kanal etwas umgesehen habe, habe ich auch festgestellt, dass er schon ein Video zu Login-Managern gemacht hat. Also seht euch das ruhig auch mal an. Ich kann es nur empfehlen. Wieder kurz zurück. Also nochmals, wenn ihr noch dazu besondere Themen habt oder etwas speziell sehen möchtet, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und dann möchte ich euch schon zum ersten Teil begrüßen. Welche Arten von Distros gibt es? Einmal statisch, als Beispiel hier nur kurz mal Debian. Das Auto ohne Räder ist nur als Symbol gedacht. Dann semi-rollend, hier als Beispiel mit Fedora. Ist ein Reifen mit einem kleinen Achter, sollte das sein. Dann rollende, hier als Beispiel Arch. Und dann etwas ziemlich Neues, das für mich gar nicht so neu ist. Slow Roll. Als Beispiel hier mal OpenSUSE. Und dann zum letzten Punkt Containerlösungen. Hier nehme ich dann als Beispiel mal Fedora und auch wieder OpenSUSE. Dann zum ersten Punkt. Statisch bedeutet, dass die Distribution von Zeit zu Zeit Ausgaben veröffentlicht und im Rahmen der Ausgaben halbwegs aktuelle Softwarepakete reinpackt. Bei dem halbwegs aktuell dachte ich an die Veröffentlichung von Debian, da die Software bei einer neuen Veröffentlichung auch schon gut ein halbes Jahr alt ist. Und innerhalb des Unterstützungszeitraums einer statischen Distribution gibt es schwerpunktmäßig nur Sicherheitsaktualisierungen. Als statische Distros werden oft auch sogenannte LTS-Distros mit Langzeitpflege benannt. Und hier als Beispiel wirklich dann nur Debian, OpenSUSE, Leap, Ubuntu und so weiter und alle Distros, die dann auf Ubuntu aufbauen. Also jetzt bitte nicht dann in die Kommentare schreiben, ich habe da die eine oder andere vergessen. Das zweite Modell dann semi-rollend. Was heißt eigentlich semi-rollend? Die Distro bringt innerhalb eines gewissen Zeitraums neue Ausgaben. Es werden im Unterstützungszeitraum die Softwarepakete und der Kernel aktuell gehalten. Hier nehme ich auch als Beispiel Fedora und Mandriva. Fedora gibt es halbjährlich, Mandriva teilweise alle 2 Jahre. Aber gerade Mandriva hat dann den aktuellen Desktop, den aktuellen Kernel. Hier muss man sich keine Gedanken machen, dass seine Software veraltern würde. Das dritte Modell rollend, mein heißer Reifen. Das bedeutet dann, dass die Distro immer die neueste Software bereitstellt, immer den neuesten Kernel, immer die neuesten Treiber. Also hier ist man top aktuell. Als Beispiel habe ich hier nur Arch Linux und wieder OpenSUSE, dieses Mal Tumbleweed ausgewählt. Damit sind aber auch die ganzen Derivate von Endeavor, Manjaro und so weiter mit gemeint. Solus, PC, Linux, OS. Ach, da fallen mir jetzt spontan so viele Distros ein, die ein rollendes Modell betreiben. Der größte Nachteil für mich bei rollenden Distros sind die Menge an Updates. Theoretisch kann man jeden Tag seine Distro updaten. Dafür werden auch dann Fehler und so weiter sehr schnell behoben. Der nächste Punkt dann
Slow Roll. Ich habe zwar hier hingeschrieben, Slow Roll ist eine Erfindung von OpenSUSE, das als Nachfolger von Leap gedacht ist. Ich mache mal Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das Ganze soll eine rollende Distro, aber mit weniger Updates, dafür ausgiebiger getestet sein. Wäre im Grunde nicht schlecht, dass mit der Erfindung von OpenSUSE ist auch mal der Name. Ja, wenn man so möchte, macht Manjaro eigentlich nichts anderes. Das nimmt ein Arch Linux und hält erstmal die Updates zurück, testet diese und erst nach einer, vielleicht sogar erst nach zwei Wochen werden diese eingespielt. Ja, es geht ja hier nur um die Vorstellung und nicht um meine Meinung, was ich jetzt gerne möchte. Dann das letzte Modell, das ich mir ausgesucht habe, sind dann Distros mit Containerlösungen. Auch hier als Beispiel habe ich nur mal von Fedora Silverblue und von OpenSUSE MicroOS genommen. Es gibt mittlerweile auch ja auf Ubuntu basierende Lösungen. Also das wird vermutlich, oder besser gesagt, ich dachte einmal, das ist vermutlich die Zukunft. Containerlösung, das bedeutet, es gibt ein unveränderbares Grundsystem mit automatischen rollenden Updates. Das heißt, es ist eigentlich ein Rolling Release, das aber nur das Grundsystem betrifft und alle Programme, die ein Anwender installiert, werden ausschließlich in Containern installiert. So selbst wenn die Installation mal schief geht oder man selbst etwas zerstört, das nicht schlimm ist, das System an sich bleibt immer lauffähig. Also auch hier die Idee an sich finde ich sogar genial. Man hat immer aktuelles System, aktuelle Treiber, aktuellen Kernel. Mal sehen, wie sich das Ganze durchsetzt. So, das war's schon für den ersten Teil. Ich hoffe, es gefällt euch so. Bitte gebt mir mal ein Feedback unten in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal.